bisschen Spaß. Hier müsste noch eine Bank hinpassen, ne? Dann hatten wir hier, glaube ich, ein bisschen Unterhaltung. Hier war irgendwas mit Springen. Na, wo haben wir es da? Ein Mülleimer wäre nicht schlecht. Geht. Und dann müssen wir ein bisschen grün machen. Grün machen im Sinne von die passen ja ganz gut. Hier bedanken sich die Kinder, die operiert wurden. Und hier kommt sowas hin. Klimaanlage wäre auch nicht schlecht. So eine kleine wenigstens. Ist ein bisschen rot, ne? Na, 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 na. So. Dann hätten wir hier den dritten OP. DNS-Labor kriegt noch was. Die will befördert werden. Plus 15 Ruf. Na, alles klar. Notfall für die Station. Können wir aufnehmen. Machen wir. Alles mal eben durchbefördern. Promi-Patient, den müssen wir noch machen. Da will ich mich mal mit beschäftigen. Aber dafür habe ich noch zu viel zu tun hier. So, ihr müsstet noch... Betten habt ihr, ne? Ja, 2, 4, 6, 5, irgendwie so. So. Ein Arzt droht zu gehen. Warum? Unterbezahlt, muss dringend aufs Klo und sehr gedurstig. Aber du bist doch... Du bist doch gerade in der Weiterbildung, oder nicht? Hatte ich dich nie in eine Weiterbildung gesteckt? Ich meine, gerade du solltest nicht klagen. Ne? Weil ich brauche dich nicht mehr. Bitte hinterlassen Sie die Toiletten in dem Zustand, in dem Sie sich... Das ist ein kackender Pinguin. Geniales Zimmer, schöne Umgebung, siehst du? Ja, genau. Warum bist du jetzt nichts trinken gegangen? War dir zu teuer oder was? Ich kann dich ja mal aufnehmen und mal hier reinstecken. Vielleicht ist ja besser für dich. Ach, jetzt willst du doch nicht mehr gehen, oder was? Jetzt trinkt er sich einen schönen Kaffee. Kannst du eine schöne Zitrone essen. Achtung, ein Erdbeben steht bevor. Möchte Weiterbildung. Gut, ich kann dich ja weiterbilden in Forschung 2. So, dann haben wir den auch. Des Jumbo-Großkonzerns Jumbo McNally hat gestern im Rahmen seiner regelmäßigen Wohltätigkeitstouren ein örtliches Krankenhaus besucht. Ein Sprecher sagte, dass McNally Rabattgutscheine für einige von Jumbos beliebten Snacks verteilt hat. War das nicht überaus großzügig von... Absolut. Du kriegst eine Ausbildung in Allgemeinmedizin. Können wir immer gebrauchen.
Die sind jetzt alle hungerlaunig. So. Kurs starten. Wir stellen noch ein paar ein. Niedrige Gehaltsvorstellungen sind immer super. Oh ne, komm, nicht jetzt. Gerade jetzt ist überhaupt nicht schön. Weil ich will das hier fertig haben und mir nicht irgendwelche völlig sinnlosen Preise angucken. Also der Januar ist wirklich schlimm. So. So, was ist denn jetzt hier? Wir wissen doch eh, was wir für Preise kriegen. Ja, siehst du, mit bester Forschung, weil der nämlich nicht forscht, weil er ein doofer Typ ist. Hat er mir eigentlich schon gesagt, dass er nicht forscht? Auflösungslabor, was, Pixeliose. Oh, könnt ihr nicht mal langsam aufhören mit euren Krankheiten? Mann. Guck mal, 20. Ich baue das so ungern, ne? Diese ganzen Scanner, weil du hast danach so Probleme. So, was wollen wir jetzt haben? Auflösungslabor, ja? Warum? Das ist bestimmt wieder groß. Na, geht. Links rein, rechts raus, ne? Dann machen wir das so. Hier. Dann müsste hier ja eigentlich der Mülleimer hinpassen. Sehr gut. Dann passt das hier hin. Dann muss hier eine große Klimaanlage rein. Passt, glaube ich, hier ganz gut hin. Ist das gerade... Ne, ist nicht schade. Ich habe gehofft. Gut, bauen wir eine Kaktusse dahin, ne? Und dann nehmen wir den hier hin. So. Behandlung brauchen wir den Diagnosebot nicht zu. Dann nehmen wir das Korbstühlchen hier hin. Alles klar, dann können wir den nehmen und hier ein bisschen rüberziehen. So. Zwei Entchen von Tarau. Da geht's weiter. Monitor. Du hast aber auch einen an der Schraube. Was ist denn los mit dir? Vor allem knackt es im Rechner und plötzlich ist der Monitor kurz schwarz. Die Grafikkarte überlastet. Könnte ja sein, dass sie mit drei Monitoren nicht klarkommt. Ja, ja, der Fussel hat drei Monitore. Was hab ich denn jetzt wieder gebaut, dass das Ding plötzlich nicht funktioniert? Hä? Ist doch... Wä? Das hat gerade gut funktioniert. Das ist ja seltsam. Wenn ich den jetzt hier hinsetze, funktioniert es wieder nicht. So geht's aber. Alles klar. Rechner, soll ich dich mal ein bisschen treten oder was? Was? Wirst du zu warm oder wie? Hm? Sprich mit mir, kleines Rechner. Bin ja bereit, dir zu helfen. Aber ein schwarzer Monitor ist jetzt nicht so geil. Geht der Monitor einfach schwarz, weißt du? Ganz komisch. So, komm, da hängen wir hier noch so was hin. Dann haben wir unsere Pixeliose auch fertig. Und auf
Platz 1 ist der Moment, auf den ihr sicher alle gewartet habt. Mhm. Die Szene, in der Rodericks Charakter endlich den Titelsatz des Filmes "Weg von den Kindern, das sind meine Kinder" ausspricht. Und wie hat sich das angehört? Weg von den Kindern, das sind meine Kinder! Ein echter Klassiker und hier in Two Point County noch immer in aller Munde. Stimmt, da brauche ich jetzt bestimmt wieder einen Arzt für, ne? Was ist denn mit dir? Was kannst du denn? Arzt, ah, das ist schon mal gut. Ist Energie. Ja, du bist ein heilender Arzt, ne? Behandlungskompetenz, ja. So. Du kriegst grün. Und das nicht. Alles andere kannst du machen. Alles klar. Er zum Beispiel ist natürlich als behandelnder Arzt nicht so geil, ne? Er ist auch eigentlich völlig neben der Rolle. Aber das sind so die ersten Ärzte, die ich eingestellt habe, ne? Ja, hier stirbt er, da kann ich nichts gegen machen. Das tut mir leid. So, Sondermeldung. 4 von 6 geheilt. Auf der Station. Ein Hausmeister wird um die Reparatur des Herzrasers gebeten. So, dann gucken wir mal, hier hinten ist ja schön Platz. Da kann man noch eine schöne Frakturstation hinbauen. Muss ja nicht so eine riesige sein. Ne? Muss ja nicht so eine riesige Frakturstation sein. So, dann machen wir das so. Und dann setzen wir hier einen rein und dann nehmen wir nochmal ein Bett. So. Dann setzen wir hier mal einen rein. Und ein Bett. Fünf Betten. Sieben Betten, das muss reichen. Die Dinger passen ja leider nicht hinter die Betten. Das haben sie auch nicht so schön gemacht, finde ich. Das hätte man schöner machen können, aber gut. Zwei oder drei von denen würde ich dann nutzen. Das heißt, wir nehmen erstmal hier das hier alles weg. Setz das mal irgendwo hin. Was fehlt denn noch? Achso, ja, die können wir mittig setzen. So, warum bist du jetzt plötzlich wieder nicht erreichbar? Du warst doch gerade erreichbar. Was ist denn schon wieder passiert? Verstehe das nicht, ehrlich. Manchmal macht mich dieses Spiel fertig. Jetzt geht's wieder, ja? Gut. Die hier hin, das gibt Behandlungsdiagnostik.
Dann machen wir gleich mal einen Mülleimer irgendwo hin. Wobei ich wollte mal eben... hier könnten wir ja noch irgendwas hinbauen, ne? Aber was? Oh Kinder, es kann doch nicht sein, dass die Apotheken so überfüllt sind. Alter, bitte. Jetzt mal ernsthaft. Habe ich denn irgendeinen Apotheker sinnlosen? Na, die hier könnte ich noch einstellen, ne? Ja, hier muss ein Klo noch hin, ne? Da. So. Ja, du bist wieder so ein Multifunktions-was-weiß-ich-Gedöns, ne? Würde ich ja gerne rausschmeißen. Wie viele Spritzenleute haben wir denn eigentlich? 1, 2, 3, 4. Aber bei 3 Spritzenhäusern ist ein Vierter natürlich nicht schlecht, ne, so als Springer. So, du musst grün werden, weil Behandlung. Kann ich dich irgendwie weiterbilden? Ist gerade Platz? So. Zu groß, ne? Das ist alles 3 hier. Ja, da passt doch kein Scanner hin. Was wir natürlich machen könnten, wir könnten... Ja, wir brauchen aber mindestens 2 Scanner, ne? Was ist denn, wenn wir hier einen Scanner hinbauen? Oder wird es ein bisschen eng, ne? Und wenn wir den hier hinsetzen und dafür den hier rausholen. Und dafür den Scanner da hinsetzen. Gesichtsjucken heute, das ist aber auch. Und da müsste ich mal gucken, dann bräuchte ich noch einen Radiologen. Den ich auch zufällig habe. Genau, machen wir die Pfütze da weg. Hier passt leider gar nichts rein. Instandhaltungsdurchsage. Pflanzen benötigen Wasser. Hier ist Getränke. Ja, lass mal schön wieder hier. Noch eine Wasserhose. Wir haben es ja, weißt du? Ein Hausmeister wird um die Reparatur der Forschungsstation gebeten. Das gelügt, die muss überhaupt nicht repariert werden.
hängen wir hier mal ein paar Bilder hin. Hier hat sich ja doch einiges verändert, ne? So, dann haben wir jetzt einen zweiten Scanner. Den müssten wir allerdings einmal aufwerten, bitte.